Moin Leute, Alter. Nee, warte mal, funktioniert das? Ja, mehr schlecht als recht, aber sorry, mein Konfi ist jetzt nicht so ganz so gut überarbeitet halt gerade. Auf jeden Fall, ja, geht um Folgendes. Ich wollte mal mit euch drüber reden. Viele, viele, viele hören doch diese Stimmen im Kopf, ne? Und die wollen einen doch auf so Firlefanz-Vlogs-Ideen bringen, ne? So, und dann regen sie sich immer über sonst was auf, Alter, wie die übelsten Moralapostel, ne? So, und was lernt man daraus? Man darf sich auf die Stimmen nicht einlassen. Vielleicht manches kann man in Betracht ziehen, okay. Aber man darf sich auf die Stimmen nicht einlassen, weil die machen extra so, dass sie uns auf Sachen aufmerksam machen und auf Ideen bringen, die wir lieber nicht machen sollten. Und das wollen die halt, dass man merkt. Na? Und wer sich halt darauf einlässt oder auf die Valentina-Manipulationsmethodik, ja, der landet in seiner eigenen Hölle, Alter. Der rennt in seine eigene Falle, Alter, und ist am Ende in seiner eigenen Situation gefangen. Das verstehe ich nicht. Es wird die ganze Zeit erzählt hier in meinem Kopf, dass hier Frauen unterdrückt werden. Und sehe ich welche, wo das wirklich machen, Alter. Boah, heftig, Alter, heftig. Na? Ich sage noch nicht, wer und wo, aber ich habe es schon an passender Stelle gesagt. Und die Polizei hat schon auch drauf, Alter. Da hier sind in Clausthal sind welche, wo Frauen unterdrücken wollen. Und da kriege ich voll die Krise, ja. Weil ich sag's euch ehrlich, ne? Ich würde mich übelst freuen, wenn eine Frau an meiner Seite sich genauso wie ich eine Meinung über das Ganze bilden würde, ne? Und die ja öffentlich publizieren würde mit mir. Das wäre halt eine Win-Win-Situation, aber ich weiß nicht. Irgendwie haben die Frauen hier keinen so richtigen Bock, Alter. Vielleicht fahre ich mal nach Berlin und guck mal, was da so los ist, Alter. Frauentechnisch, weil ich kann es nicht verstehen, Alter. Ich kann es nicht verstehen. Das ist ja ein Weg, auf dem man sogar erfolgreich werden kann. Wenn da noch eine Frau mitspricht, Alter, weißt du, dann schlägt es ein wie eine Bombe, weil verdammt, Alter, eine Frauenmeinung ist viel mehr wert wie meine allein. Naja. Egal. Dann bleibt's halt chillig. Kratzt mich nicht. Ich mache eh aus jeder Situation das Beste. Ob mit oder ohne Frau. Und ich sag's euch ehrlich, ne, bevor ich irgendeine Alter habe, Alter, wo das Ficken nicht passt, he, dann mache ich es mir lieber selber, Alter, weil da bin ich besser und geiler, Alter. Das könnt ihr glauben. So. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, wie gesagt, Alter, ich habe für die Stimmen im Kopf einen Namen. Das sind meiner Meinung nach die Pseudomoralisten. Jetzt überlege ich mal, Pseudo, das Wort. Pseudo-Ephedrin, ne? Ephedrin, was irgendwie wirkt, aber Pseudo ist nicht wirklich der realistische Stoff. So. Und die bringen dich auf Ideen und spielen sich als Moralapostel auf. Aber du darfst das gar nicht als Moralapostel sehen, Alter. Du musst das so sehen wie Fuck you, Alter. Mach ich trotzdem. Fetzt. Und das wollen die sehen, Alter. Und darauf musst du aber von selber kommen, gell? Ohne Scheiß. Und die meisten Menschen lassen sich auf die Scheiße ein und lassen sich durchs ganze Leben lenken, Alter. Und die anderen gehen einfach arbeiten und beschäftigen sich immer zu und wollen gar nichts mitkriegen. Alter, was ist denn mit der Gesellschaft los, Alter? Weißt du? Und anstatt der Frau bei mir ist und ich das Private ein bisschen beplaudern kann, nö, nö. Da muss ich das wieder öffentlich bereden, Alter. Da muss ich wieder Land und Leute Bescheid sagen, Alter. Und muss hier wieder Stahl die Welle Erdball machen, hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber wie gesagt, Alter, Pseudomoralisten, Alter. Pseudomoralisten, Alter. Überleg mal, die wollen auf Moralapostel machen, Alter, obwohl sie gar nicht so denken und das hat Leute zum Kotzen finden, so zu denken. Aber die wollen auf Moralapostel machen. Alter, nur, dass die Leute untereinander sich bekriegen, Alter. Ey, ey, ey. Die Deutschen sind schon spießig genug, Alter. Und halten schon genug die Fresse und sind schon was weiß ich wie intrigant manchmal, hä? Reicht, Alter. Moralapostel müssen sie nicht auch noch sein, Alter. Die Welt ist schon spießig genug, Alter. Lasst uns lieber ein bisschen zelebrieren, dass man leben, Alter, dass man am Leben teilhaben kann, Alter, und dass wir hier nicht zur Handlampe machen, Alter. Lasst uns zelebrieren, dass jeder von uns einzigartig ist, Alter. Lasst uns zelebrieren, Alter, dass wir einfach am Leben sind, am Leben teilhaben dürfen. Seid für jeden Tag, den ihr leben dürft, dankbar, Alter. Jeden Tag stellt das Leben euch neue Herausforderungen. Versucht die zu bewältigen. Versucht nicht einfach zu chillen, zu sagen, leckt mich am Arsch, mir egal. Bewegt euch, geht raus in die Natur, trefft euch. Macht miteinander rum, Alter. Keine Ahnung. Bring die Stimmen zum Kotzen und zur Weißglut. Das müsst ihr schaffen. Und nicht, ja, machen wir. Versteht ihr? So. Und bevor ich dir hiermit anfangen kann, Alter, und ordentlich jemand mal auf den richtigen Weg lenken kann, nein, manipulieren sich jede Frau von mir weg, Alter. Jede Frau wird von mir weg manipuliert. Ey, hey, das geht raus an die Frauen. Lasst euch doch auch mal was Cooles einfallen. Nicht nur immer ich. Ihr könnt genauso auf mich zukommen. Wenn ihr mich immer so gerne in eurer Nähe haben wollt und so freut mich zu sehen, wie ihr das da immer sagt, ja, und mich ja so lieb habt, ey, ihr seid im Moment alles nur kostenlose User, okay, für meinen Gedanken, ja,
Ihr wisst gar nicht, was ich mache, was ich mache, wie ich es mache, wohin ich gucke, warum ich irgendwo kacken gehe, wie viel Gramm das sind, wie schnell die Scheiße aus meinem Arschloch rausflutscht. So Zeug zieht ihr euch rein. Aber mit mir zusammenhalten wollt ihr nicht. Aber ihr wollt wissen, wann ich was mache, um darauf vorbereitet zu sein und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wem tue ich denn was, dass man die ganze Zeit Krieg mit mir spielen muss? Erklärt mir das mal. Erklärt mir das mal, warum ihr versucht, mein Leben zu versauen. Habe ich nicht auch recht, ordentlich zu leben? Wenn mein Leben schon wie die Truman Show ist, hä? Warum, verdammte Scheiße, kann ich dann nicht auch glücklich werden und ein glückliches Leben führen? Und alle sind nur am Kotzen, am Heulen deswegen, ja? Warum versucht ihr mir in anderen Dimensionen was wegzunehmen, Alter, was mir in der Dimension zusteht? Ihr zieht über Möglichkeiten ab, Alter. Da sind wir Menschen machtlos. Wie räudig ist denn das? Ihr nervt uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und macht dann Sachen, wo wir nicht aufhalten können. Und dann, wo ist denn das Verhältnis, Alter, zwischen Angreifer und Gegner? Überlegt mal, wir sind im Jahr 2023, Alter. Ihr seid was, wie ist ich, wie weit aus der Zukunft? Nehmt doch mal in Rücksicht, Alter. Zeigt doch mal ein Kontenance, Alter. Und. Seid immer ein wenig dankbar für das, was die Menschen für euch getan haben, Alter. Was die euch lehren, Alter. Und was die mit euch durchgemacht haben, Alter. Zeigt mal ein wenig. Ey, wir sind an verschiedenen Sachen erkrankt, hä? Und zeigen immer Demut vor der Erkrankung. Das könnt ihr auch. Das könnt ihr genauso. Ihr seid genauso krank. Ihr seid schön die Sucht krank, Alter. Ich schwör's euch. Aber ey, Leute, fangt mal an dazu zu stehen, Alter. Sagt's mir immer ins Gesicht. Geht immer auf mich zu, Alter. Was ist denn das für ein Abfuck, Alter? Und wenn ihr wollt, Alter, dass ich mich um die Welt bewege, Alter, und lauter Leute informiere, ja, und hier nicht da bleibe, wo ich bin und chill, dann macht so weiter. Ich gehe meinen Weg, ob mit oder ohne Freundin, ob mit oder ohne euch. Was das Problem ist, ihr habt dann weiterhin gar nichts zu melden, niemand von euch. Gar nichts. Ich handle immer noch meinen eigenen Messen und Ermessen und nach meiner eigenen Intuition. Und anstatt das System auch schnallt, dass es eine, wie ich richtig mache, aber vielleicht manchmal ein bisschen übertreibt und man sich deswegen am unterhalten muss. Wenn das euer System nicht schnallt und ihr nicht schnallt und ich einen Gesprächspartner will, mit dem ich mich vernünftig abklären möchte und das nicht irgend so Kerl oder so sein kann, weil der Frau verdammt, der ich vertraue, verstehst? Und nicht irgend so verwichster Scheiß. So. Aber nein, Alter. Ich guck lieber zu, wie alles und dann wird weiter ignoriert und bla 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 bla. Ich weiß es. Ich weiß, was bei euch läuft. Ich weiß viel mehr, wie euch lieb ist, aber das Problem, was ihr dadurch kriegt, das kommt so, dass es so unerwartet ist, dass ihr es nicht einfach lösen könnt. Weil fuck you, Alter, überlegt doch mal, Alter, ich bin die ganze Zeit, weil ich observiert, hä? Die ganze Zeit, weil ich Kamera überwacht, Alter, mit Technologie, die vom LKA zur Verfügung gestellt worden ist, weil man mich als Krafter hingestellt hat. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Die werden überwacht, obwohl du gar nichts dazu können, normallos, Alter, mit Technik von einem Landeskriminalamt, vermute ich. Die denen dann weggenommen worden ist, Alter, weil die, wo die benutzen können, das schrumpfen und verstecken und sonst was, Alter. Überlegt mal, Alter, wer da wen unter Druck setzt und was da läuft. Überlegt mal, Alter, in Leipzig, ich hab's euch schon mal gesagt in einem Video, werden langsam Züge unterdrückt, Alter. Da sind elektromagnetisch gepulste Waffen, sind auf Züge gerichtet. Ey, was soll denn dabei rauskommen, Alter? Was ist denn mit euch nicht richtig, Alter? Hä? Ey, wie nah wollen wir die Matrix noch holen? Ihr wisst, wie krass das in der Matrix abgeht, Alter. Wie viele Aliens da unterwegs sind, Alter. Und wer da wie und mit der Nebukadnezar, mit dem Raumschiff da. Und dass die durch den Telefonhörer schlüpfen, Alter. Wenn ihr Bock auf so einen Lifestyle habt, Alter, dann geht irgendwo hin, wo das möglich ist. Aber lasst uns normallos in Frieden, versteht ihr? So. Und das Ding ist, Alter, ey, ich verstehe es nicht. Die Thematik bei mir kriegt immer mehr Relevanz, das kriegen immer mehr Leute mit. Ich habe Paddelhahn schriftlich gemacht, Alter, mit Kontaktdaten von mir drauf, Alter, verdammt, auf meinem YouTube-Kanal, hä? Und ey, ohne Scheiß, die verteile ich nach eigenen Messen und Ermessen, Alter, ihr habt überhaupt kein Konsequenzbewusstsein, Alter. Da gehen die Leute mir auf den Sack und ärgern mich, Alter, das kriegen andere Leute auch mit im Bus, da kriegt sogar der Fahrer mit, Alter, was ist denn mit euch? Müsst ihr die Leute auf der Arbeit stressen und ärgern oder was? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder irgendwie... Weiß ich nicht, überleg doch mal, Alter, die Leute gehen schon arbeiten, Alter, und die hängt schon in die Wohnung rum, während die weg sind, Alter, was ja Tatsache ist, hä? Oder müsst ihr denen noch wehtun auf der Arbeit und die noch auf der Arbeit zu sonst bloß überreden und zwingen und nerven und foltern und unterdrücken, Alter, Leute, echt. Und das machen welche, wo den ganzen Tag chillen, ganzen Tag Drogen nehmen, Alter, und die unterdrücken welche, Alter, wo auf der Arbeit gehen, Alter, und.
Ach, du mal, was ist denn mit der Gesellschaft los, Alter? Macht euch doch mal alle einen Kopf, Alter. Und ey, dass das so nicht bleiben kann, das ist uns doch eigentlich nicht allen bewusst, Alter. Weil der Mensch von Grund auf frei ist mit freien Gedankenrecht und allen, ja. Also bitte, hä? Ja. Mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Oh, und Leute. Wenn die Stimmen nicht auf mich hören. Ich habe jetzt Technologie entwickelt, auch wenn es kompliziert und schwierig ist, aber ich kann die aufnehmen, okay? Da könnt ihr euch alle abbilden, was die von sich geben, Alter. Wenn sie das brauchen und so im Rampenlicht stehen wollen, müssen sie weiter so machen. Ansonsten hören sie langsam auf mich, weil sonst wird es echt klimatisch eng, Alter.